Seid gegrüßt, meine Trucker-Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer wunderschönen Folge Euro Truck Simulator 2 mit dem RJL Scania R560. Und seid alle wach? Okay, wir werden heute mal einen kleinen Container fahren und ich habe mir extra noch eine andere Lackierung hier ausgewählt. Sieht echt nice aus. Also gerade hier die Holland Sky oder Dänemark wird es ja Dänemark. Das ist dieses Mal Style, sieht irgendwie geil aus. Außerdem steht da oben Dänemark oben. Oh, Edeltraut. Gut, alles klar. Dann werden wir mal gemütlich losfahren. Wir machen mal die Scheibe hoch. Und wir werden definitiv mal probieren, dass wir keinen Unfall bauen. Ja, also das hat ja das eine oder andere Mal ganz gut geklappt, ne? So, wir sind für diejenigen, die auch beim Livestream dabei sind, dabei sind an der letzten Position im Balkan, wo wir quasi mit dem LKW angehalten haben. Da hatte ich ja auch mal mit euch darüber noch mal gequatscht. Ich bin ja hier im Regen unterwegs gewesen im Livestream und da ist mir doch sehr, sehr deutlich aufgefallen, man sollte im Regen langsamer fahren. Das ist eigentlich selbsterklärend, aber das war für mich doch ein bisschen zu krass. Also guckt euch den einfach nochmal an, den Livestream, wo wir mit dem, Renault wollte ich schon sagen, mit dem Scania unterwegs waren, wo es angefangen hat zu regnen. Also da hat er ja übelst übersteuert. Das fand ich persönlich schon ein bisschen zu viel. Ne? Machen wir einen Blinker an. Ah, sieht doch gut aus, ne? Mit dem LKW. Also das ist schon ein schönes Gefährt. Na toll, dass jetzt wieder rot ist. Der rollt immer nach hinten. Ich hoffe, dass die jetzt langsam rüberfahren. Wir haben eine ordentliche Strecke vorn. Wir sind auf der Promods. Oh, hier oben die Bügel. Da kann man den Container auch mit anheben. Okay. Sehen jetzt aber nicht so aus, als wenn die 30 Tonnen aushalten. Ah, jetzt muss natürlich wieder einer von vorne kommen. Wir fahren aber trotzdem hier rauf. Der hält an. Komm, Bengel. Oh, wenn man Blinker aus, dann fährt er wenigstens, ne? Ah, der fährt rum, der fährt rum, der fährt rum, der fährt rum. Jetzt fährt der andere. Oh. Ne, er lässt uns vor. Gut! Bravo! Super! Danke, Volvo-Fahrer. Hier ist ja die nächste Ampel. Ah. Jetzt haben wir ja wirklich hier ein kleines Chaos. Der will jetzt hier rum. Aber hier noch lang. Gut, alles klar. Ja, manchmal ist die KI wahrscheinlich, wenn das andere Fahrzeug so in seinen, naja, sagen wir mal, in seinen Gefahrenbereich ist, hat das Fahrzeug dann immer so ein bisschen Angst. Ja, dann locker flockig. Und hier entsteht auf jeden Fall erstmal ein schöner Stau. Herrlich. Ja, so muss es sein. Ich habe die Traffic hat sich erhöht. Ich glaube, auf 3 oder 4 müsste mein Traffic sein. Ja. Ach, herrlich. Alter, das ist doch ein Bild für die Götter. Man sollte nur ordentlich fahren. Ah, da war ich jetzt zu spät mit Umschalten. Ich wollte unbedingt jetzt hier diese Gegend hier noch mal ein bisschen zeigen. Ah ja, ich weiß es. Rote Karte, ich weiß. So, Transporter lässt mich. Sind schon herrliche Gegenden. Also ich hoffe, dass wenn STS irgendwann mal den Balkan macht, dass sie sich daran auch so ein bisschen orientieren, wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier mit dem LKW da zu den Häusern hier hin cruisen. Das sieht echt nicht übel aus, ne? Die Wolkenkratzer da draußen. 80 fahren. Oh, das ist aber eng. Oh. Habe ich jetzt ein bisschen Angst gehabt. Boah, ich kann hier rüberfahren. Puh. Also, schauen wir mal. 281 Kilometer. Hm. Das Video nehme ich hier am 29. auf. Heute wird es wahrscheinlich keine Livestream geben. Ist ja Dienstag, weil ihr das Video seht. Also werden wir morgen wieder live sein.
bei einer schönen, gemütlichen Runde Euro Truck Simulator. Wir werden immer so im Hinterkopf behalten, falls der SCS-Multiplayer kommt, dass wir da eventuell umschwenken. Gucken wir mal. Und ich würde schon sagen, muss ich hier ab. Aber morgen werden wir dann Singleplayer. Mal sehen, was für ein LKW. Wir lassen uns da mal ein bisschen entspannen. Vielleicht mit den einen MAN. Da habe ich das Video auch schon vorbereitet. Ja, man kann durchaus mal nicht nur Scania oder Mercedes, hat man jetzt die letzte Zeit auch sehr oft gesehen, auch mal wieder eine Runde MAN fahren. Das geht immer. Und dann werden wir uns mal wieder unseren Truck hin widmen oder dann Scania Truck, den ganz normalen neuen. Ach, schönes Ding, ja. Schönes Ding. So, na jetzt. Feuer frei, Amerika! 80 rein. Eine schöne Gegend eigentlich hier, der Balkan. Also ich war bis jetzt in, ich wollte schon Kosovo sagen, nee. Wie heißt das nochmal? Kroatien. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Da kann man definitiv schön mal Urlaub machen. Klar, mit den Stränden ist es immer so eine Sache mit den ganzen Steinen und. Da kann man sich auch so einen komischen Latschen anziehen. Wir hatten aber in unserem Urlaubsgebiet hatten wir so eine Insel. Da sind wir rüber geschwommen. Und da konnte man, da hat man einen richtig schönen Sandstrand gehabt. Also richtig, es sah aus wie Karibik. Ja, das war's. Und da waren halt nicht, waren halt die Einheimischen, würde ich jetzt mal sagen. Oder ganz wenige Touristen, also konntest du an einer Hand abzählen, die dann wirklich da rüber geschwommen sind und haben quasi das gesehen. Ja, man konnte halt nichts mitnehmen. Dann kannst du kein Telefon so richtig mitnehmen und. Ja, das ist alles ein bisschen blöd. Das gar nicht hatten. Mit einem Schlauchboot von darüber. Und mit so einem, wie heißen die Dinger? Also Luftmatratze. Aber da sind wir mit drüber mal. Matratze. Fahren wir hier gleich durch. Oder muss ich hier anhalten? Oh, das ist ja richtig übel. Bin ich wieder nicht durch so einen Telepass durch, ja? Los, komm. Ey. Na toll. Was ginge Dödel? Na, das läuft ja wieder heute eben mit einer unfallfreien Fahrt. Mann. Ich sollte aufhören mit der Euro-Truck-Simulator fahren. Jetzt schon wieder los. Also wirklich, heute ist doch schon wieder alles im Argen. Maximus. Nix Hanna. Außer Stoffwechsel. So. Jetzt fahren wir mal. 220 Kilometer. Ja, sind wir. Eine Viertelstunde sind wir durch. Ich wollte mir eigentlich für den RJL noch ein anderes Interieur, also Bordcomputer. Ich habe ein paar Bordcomputer runtergeladen, weil ich ja auch immer mal wieder mit einem Standard-LKW von SCS unterwegs sein möchte. Den Bordcomputer, den ich bei dem Mercedes habe, den feiere ich. Den finde ich absolut klasse und nutze ihn auch sehr gerne. Aber für den RJL hatte ich jetzt keinen irgendwie gehabt. Deswegen, ja, hab eigentlich ihn geladen, aber ich denke immer, das war für den ganz normalen Standard-SCS-Truck. Naja. Vielleicht kommt ja irgendwann mal bei den RJL noch ein anderer Bordcomputer dazu. Muss man mal schauen. Oh, was ist denn da drüben los? So ein Nebel oder brennt da der Wald? Ey, es scheint Nebel zu sein, ne? Ah? Aber muss ich jetzt hier rüber? Nee, muss ich nicht. Fahren auch jetzt langsam in den Abend. 18.40 Uhr sind wir da. Ich dachte mir, das ist eigentlich ganz gut, dass wir so in die Abendstimmung fahren. Dann ist nämlich Feierabend angesagt.
Aber mal gucken, was heute wieder SCS an News. Das ist ja schon lange her, dass sie uns spendiert haben bezüglich des Russland-DLCs, aber es wird so, jeder von uns, dass es erst nächstes Jahr ist, ne? Herzen von Russland. Und trotz alledem könnte es wirklich sein, ich will mich da auch nicht festlegen, dass wir im Juni, spätestens Juli, ja, Juni würde ich jetzt schon sagen, dass wir da in der 1.41 Wyoming kriegen, weil so viele Bilder, was die jetzt mittlerweile gezeigt haben, puh, könnte das durchaus möglich sein. So, da geht's nicht durch. Wir anhalten hier. Boah. Gibt's hier keine Tele? Muss überall anhalten. Und auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwie gegenknalle. Naja, ein bisschen mehr ran hier. Langsam, rot zeigt er an. Oh. Ja, gut. Wenn man von hier drinnen. Ja, dann macht es. Ist es auf jeden Fall nachvollziehbar. Der Wagen ist noch nicht geupdatet hier. Ich werde schon lange nicht mehr geguckt nach den ganzen Jetcat-Mods. So, geradeaus ist für uns jetzt nicht angesagt. Wir fahren mal hier rüber. Ach. Na, mal gucken. Also. Mal schauen, ich habe schon, oder ihr habt es ja mitbekommen, wenn ihr dieses Video seht, dann ist es ja der 1. Juni. Ich frage mich, wo ist die Zeit geblieben? Und das ist die Zeit, wo die CML richtig viel auf Kilometer gehen will. Mal schauen, ob wir unter den Top 10 beim Eurotax-Monitor. Ja, die CML macht immer wieder so eine Themenmonat oder macht so eine kleine Herausforderung oder Thementouren. Die beinhalten jetzt nicht, beinhalten natürlich ein Thema. Ob es jetzt, da ist eine Baustelle, dann werden halt Frachten disponiert und dann können die Jungs das dann fahren, haben so und so viele Touren da zu absolvieren, um halt ein gewisses Bauwerk zu errichten. Also so, gut, das finde ich eigentlich ganz cool. Und dieses Mal ist einfach nur so viel Kilometer wie möglich beim Euro-Truck-Simulator fahren, um weltweit auf, oh Gott, ich muss hier lang, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf dem weltweit so auf Platz 10 zu kommen. Ja, einfach mal auszuprobieren. Wie weit kommen wir? Da will ich mich natürlich auch ein bisschen beteiligen. Aber da haben wir mal gesehen, da gibt es eine französische Spedition, die hat ja 1500, da kommst du nicht ran. Wir sind ein bisschen mehr als 100 Leute, das variiert aber mal 80 mal 100, weil da kannst du es geil, 1500, da brauchen die alle nur ein paar hundert Kilometer fahren, dann ruckzuck ein paar Millionen runtergerissen, ne? Und wir haben schon ein paar, die hier ordentlich Gas geben, aber wenn ich da manchmal gesehen habe, dass manche, jetzt ist, wo ich das Video jetzt aufnehme, ist am 29., also fast der Monat zu Ende, dann wäre ich hier 500.000 Kilometer, bis zu 700.000 oder 800.000 Kilometer in einem Monat selber gefahren. Also, sage ich mir ganz ehrlich, hallo? Habt ihr auch noch ein anderes Leben, außer nur Euro-Truck-Simulator? Oder was ist denn bei euch? Ja. Es gibt aber auch Speditionen, die sammeln ihre ganzen Fahrten und dann geben sie es nicht ab im Monat, sondern erst einen Monat später und dann irgendwann mal wieder oben. Da finde ich Blödsinn. Ja, das ist halt. Also, die fahren mit mehreren Profilen und dann geben sie es irgendwie später mal ab. Nächsten Monat, um dann halt weiter in der Statistik vorne zu legen. Ah, gut. Abgerechnet wird am Jahresende. Kann man durchaus sagen. Aber ich muss sagen, so eine große Firma, ja, 1500 Leute, hört sich im ersten Moment auch gut an. Hätten wir auch, würden wir die nicht andauernd immer rausschmeißen für die ganzen Inaktiven. Und das ist dann wieder zu viel. Lieber will ich dann so ein bisschen familiär
dass man die Leute so mit denen auch was machen kann. Ich weiß ja nicht, wie die heißt, die französische. Das ist ein Streamer. Habe ich noch nie gehört vorher. Warum spiegel ich mich nicht? Aber. Das ist so, ne? Ach, guck an. Kleiner 7,5 Tonner, ne? Stehen wir hier wieder am. Ein Checkpoint Charlie. Was ist das richtig? Ja, ich weiß. Also, es wird bestimmt jemand schon geschrieben haben, Maximus. Du hast vergessen, bei deinen Zwillingsreifen Schutzkappen ranzumachen. Ja, habt ihr recht. Hab ich vergessen. Oh, was war da? Achse kaputt. Sag mal, bin ich hier irgendwo am Grenzübergang? Oh, schönes Gerät. Aber wo der damals rauskam, waren die Leute bestimmt ordentlich stolz, dass sie mit so einem Gerät unterwegs sein konnten. Kann ich mir vorstellen. So. Papiere werden überprüft. Kann ich noch ein Stück näher ranfahren, dass sie vielleicht schneller hochgeht? Manchmal ist es im Multiplayer so. Ich bin ein Singleplayer, aber manchmal ist es dann so, dass du trotzdem schneller hochgeht. Alles in Ordnung. Gute Fahrt. Danke dir. Ach, das ist einfach. Es ist einfach schön, mit so einem Truck einfach mal eine Runde zu drehen. Mal nicht so ein neues Gen. Slowenien. Ah ja. Wo mal durchgefahren. Nicht gesehen aus der Autobahn. Ach, sogar ein Parkplatz hier. Schön. Ach, guck an, wer ist denn hier? So. Ja, ich bin ja fast drin hier. Aber sehr enge, was ich hier gemacht habe. Ja, mal gespannt. Oh, das war sehr eng. So, willkommen in Slowenien. Wir haben noch 88 Kilometer. Wo die Bordsteinkante mit genommen. Ach, herrlich. Wunderbar. Wir müssen eigentlich mal mit dem DAF fahren, wa? Ist ja bald soweit. Ich hab jetzt immer mal schauen, ob nicht SCS dann irgendwas schreibt, ne? Ja, irgendwas planen. Manchmal bin ich ja ein bisschen huschi-fuschi, ne? Dann kriege ich manche Sachen nicht so richtig mit. Dann lösche ich manchmal Sachen. Oh Mann, ich bin manchmal so ein richtiges Ei. Aber, shit happens. Das ist alles nur noch Bonusmaterial. Alles Bonus, was wir hier machen. Das Gute ist, ne, wenn man sich jetzt nicht mehr so einen Druck machen muss, weil man eigentlich alles durchgespielt hat, ist man so ein bisschen freier auch im Kopf. Und wenn dann halt mal nur ein Video kommt oder mal ein Tag gar nichts oder ist das nur abends ein Livestream geplant, ist auch gut. Ja, oder ist es so. Außerdem habt, gerade wenn das Wetter jetzt sowieso besser wird, habt ihr mehr Muße, mehr Zeit für euch, andere Kanäle zu gucken, wie auch immer, aber ihr seid ja nicht zu überfordert. So, oh, da kommt schon wieder ein Video. Oh, das, das kann durchaus manchmal viel werden, ne? Deswegen, wenn ich manchmal einen Mod mache, der dann 5-6 Tage älter ist, na, dann ist das so, ne? Hauptsache, wir haben unseren Spaß. So, Freunde der untergehenden Sonne, dann schauen wir mal, wo geht's denn? Ey. Oh, das ist. Herrlich. Hab ich gut hier Reifen oben und unten?
Michelin-Männchen? Ist aber nicht gerade passend, ne? Nicht gerade, ich habe gut hier Reifen rum. Ja, so eine Feinheiten. Das war ein Easter Egg, was ich euch hier vorbereitet habe. Und keiner hat es gemerkt. Pass auf, jetzt fangen sie alle an, jedes einzelne Bild auszuwerten, was ich dann vielleicht falsch gemacht habe, was in dem Sinne keinen Sinn ergibt. Sehr, sehr schön. Oh. Da pfeift der Rundi ab. Ich glaube, ich habe ja jetzt die ganze Zeit mal überlegt, ob ich noch Going East reinhaue. Aber Going East wäre, ich glaube, bei der 2.60 dann erst anschauen. Wollen sie noch einiges machen. Ich habe mich mal ein bisschen mit Promo zwar ein bisschen mehr so auseinandersetzen, was da neu ist. Aber ich bin immer noch nicht so richtig... Ja, muss ich mal schauen. Den Multiplayer, den CS Multiplayer News. Da werde ich mich vielleicht auch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Das Problem ist, dass man da kaum irgendwo manchmal Informationen so richtig rauskriegt. Bei dem Blog-Eintrag, da machen sie noch nichts in der frühen Phase. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwo eine Seite, wo man da noch mal ein bisschen besser nachschauen kann. Warte mal, jetzt müssen wir, glaube ich. Jetzt. Nein, ich fahre falsch. Oh nein, ich fahre falsch. Ich fahre. Oh Gott. Hey. Geht doch so. Ey, ist richtig. Ist richtig, was ich fahre. Oh, ich dachte, Junge, Olga. Da werden wir mal auf zum grünen Abschluss nochmal ordentlich einpacken. Ich habe ja gesagt, dass die Videos ja durchaus mal ein paar Minuten länger gehen können. Das ist ja jetzt nicht so wild. Und einparken, das meine ich auch immer manchmal im Multiplayer. Da geht es ein oder andere Mal nicht. Weil ich dann gerade den letzten Part muss ich dann ein bisschen so auf Zeit achten und man merkt dann so, man ist auch ein bisschen durch. Ne? Man hat den Tag geackert, gemacht und dann ist man irgendwo ein bisschen durch und möchte dann doch irgendwie mal Feierabend haben. Und dann freut man sich, wenn dann wirklich Feierabend ist. Oh, das ist einfach ein schönes Gerät hier. Wir müssen noch hier rüber, hier vorne. Da habe ich mich aber jetzt. Heiliges Kanone, das wäre aber jetzt fast ins Oli gegangen. Kann ich jetzt fahren? Oh. Ui. Anhalten können. Wir müssen. Bin ich jetzt einen Umweg gefahren? Vor, dass ich jetzt einen kleinen Umweg gefahren bin. Hm. Aber schön, dass es jetzt so zum Sonnenuntergang geht, ne? Ein wenig romantisch. Wollen wir noch eine kleine Schleife fahren? Darüber müssen wir, das sieht doch herrlich aus. Oh, da vorne steht ein LKW. Was ist denn das? Maribor, willkommen in Slowenien. Fährt er jetzt an oder fährt er jetzt trotzdem noch weiter? So, die Ampel ja nicht. Normalerweise müsste er anhalten und ich müsste dann so ein Balli machen. Hört sich ja doof an, Jupe. Hoho. Okay, weiter geht's.
Ampel an Ampel. Ey, was ist denn heute hier los? Fahr nicht rum. Lass mich einfach mal in Ruhe hier fahren. Fahr geradeaus. Nein! So, da lang fahren, wo man selber lang fahren möchte, ne? Hier, dieses Gebäude hier, ja, mit den Einparken auf dem Innenhof. Ich hoffe, dass sie die Gebäude irgendwo auch ein bisschen anpassen. Manchmal wirklich ein bisschen tricky hier reinzufahren. Hier ist es anders, ne? Ja, doch. Da haben sie es ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Das ist ganz gut. Ey, was ist denn hier los? Oh, das war ein schöner Audi. Hat denn hier ein Schwein fährt? Da fährt ein Schwein erstmal durch die Gegend. Naja, das ist halt üblich. Anne geht mit ihren Hunden und Kassi, der nimmt erstmal sein Schweinchen mit. So. Hier vorne ist unser Abladepunkt. Na, dann läuft's so. Können wir nochmal schnell einparken? Ach du Scheiße. Wieso? Ah Gott, alles klar. Machen wir mal richtig. Zum krönenden Abschluss am Dienstag. Schön. Also eine schöne Balkan-Tour hier. Ich finde es irgendwie klasse, wenn der LKW dieses Schutzblech mal nicht oben hat. Das sieht irgendwie nice aus. Mal ohne Seitenverkleidung finde ich eigentlich auch mal ganz schön, aber dann hat man immer so eine besondere Lackierung und dann passt das wieder nicht so. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir unseren V8 einfach mal ab und machen jetzt Feierabend. Ich hoffe, vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns heute Abend nochmal bezüglich irgendwelcher News, aber Dienstag ist langer Sprechtag, also welche erst um 7, vielleicht um 8 erst irgendwas machen können. Deswegen immer schön locker durch die Hose atmen. Wir sehen uns aber morgen live. Würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst oder wenn ihr morgen auch beim Livestream dabei seid. Da werden wir einen schönen LKW zusammengebastelt haben. Vielleicht habe ich ja schon den Livestream vorbereitet. Den Worten mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.